So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play WoW Shadowlands mit unseren Schurken. Wir werden heute den letzten Kapitelabschnitt spielen, der freigeschaltet worden ist. Aber, was man sagen muss, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sehen, sondern das vorletzte Mal. Weil ich gehört habe, dass sie nächste Woche noch einen einzigen Cinematic oder so ganz, ganz kurze Quest abspielen wollen. Gespoilert habe ich mich nicht, aber ich weiß, dass es irgendwie da um Sylvanas gehen soll. Und ich denke mal, das ist dann ein perfekter Abschluss, auch nächste Woche dann auch mal so ein bisschen darüber zu reden, wie ich das auch im BFA gemacht habe, wie ich zu Shadowlands stehe, was ich gut, was ich schlecht fand. Und oh boy, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, das Spiel wird nicht gut wegkommen. Das Spiel wird wirklich nicht gut wegkommen, also... Das ist etwas, das kann ich euch jetzt schon verraten. Aber gut, gehen wir erstmal zurück und fangen mit dem Kapitel an, der jetzt noch offen steht. Schlundgänger. Panagos hat vorhin berichtet, die Vorbereitungen des Orakels wären abgeschlossen und ihr würdet dringend gebraucht. Wenn uns das bei unserer Aufgabe hier helfen kann, dann solltet ihr unbedingt dabei sein. Geht zur Höhle des Verbannten und findet heraus, was sie brauchen. Tut, was ihr könnt, um dem Orakel zu helfen. Das Schicksal der Schattenlande liegt in eurer Hand. Schon witzig, dass immer wir diejenigen sind, die so ein bisschen die Fäden ziehen, aber die Hauptcharaktere nur rumstehen und sagen, ja mach mal. Ach ja, Bolvar, angeblich war es für so wichtig, aber irgendwie nicht wichtig genug. Aber gut, wir haben ja Fliegen freigeschaltet, das heißt, wir können auch überall hinfliegen, wo wir hinfliegen wollen. Das ist auch ganz praktisch. Da muss man halt nicht jeden beschissenen kleinen Scheiß selber machen, sondern man kann auch einfach hier wie jetzt... Zack, einfach selber hinfliegen und dann haben wir sich einfach alles geholt, was man braucht. Ich bin gespannt, wie die Kampagne ausgeht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe nur grob was gehört, aber das war's auch schon. Deswegen bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen, was da jetzt, wie es letztendlich ausgehen wird. Ist das auch eine echte Chance? So, Sterblicher, ich habe monumentale Neuigkeiten. Jesura hat angedeutet, dass die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Es wird Zeit, einen neuen Richter zu erschaffen. Ohne einen Richter kommen die Schattenlande hier eigentlichen Bestimmungen nicht mehr nach. Die Seelen strömen ziellos in den Schlund. Jesura bemerkte, müssen Seraph Mortis ganz einfach ein neues Wesen schaffen, das den Platz der Richterin einnimmt. Aber ich vermute, dass die Streitkräfte des Kerkermeisters dem Land zu sehr zugesetzt haben, dass dies nicht mehr möglich ist. Es ist an der Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und den Schattenlanden wieder Stabilität zu verleihen. Sprich mit Jesura, um herauszufinden, wo wir damit anfangen. Ja, da bin ich mal gespannt. So, ich will helfen. Was können wir tun? Da zeigt sie auf mich. Und jetzt? Eine Symphonie der Schöpfung erfordert viele Stimmen, vereint zu einem Chor. Eines davon fehlt uns. Aha. Dieses Gefäß sucht eine Seele. Sie schlummert in den Gruften der Ewigen. Mit beiden wird der Richter wieder singen. Die Gruften der Ewigen. Aber sie wurden von Schlundgebundenen überrannt. Wie sollen wir da vorbeikommen? Wir sind nicht allein, Pelagos. Die Pakte werden uns gewiss helfen, einen neuen Richter zu erschaffen. Tja, also wenn wir eine neue Richterin haben wollen, dann muss es ja irgendjemand machen, ne? Die Pakte werden sicherlich Hilfe schicken, wenn wir sie darum bitten. Wenn wir die schlundgebundenen Kräfte besiegen wollen, werden wir die Hilfe aller Pakte benötigen. Ich werde mit den Kyrianern sprechen. Ihr und Pelagos können mit den anderen reden, aber fragt Firim, bevor ihr geht, ob es eine Möglichkeit gibt, auch die Erleuchteten für uns zu gewinnen. Ja, ist eine gute Idee. Ich rufe die Kyrianer. Ihr und Pelagos sprecht mit den Pakten. Vielleicht kann Firim die Erleuchteten überzeugen. Das klingt nach gar keiner so schlechten Idee. Hier. Können wir zusätzliche Hilfe von den Erleuchteten erhalten? Die Wunder der Ersten werden... Ich bezweifle, dass meine Leute in der Zuflucht sich auf heiligen Boden wagen. Aber keine Angst. Ich habe wie immer eine Idee. Kabato, wir brauchen hier deine Hilfe. Kabato? Okay. Vielleicht können Wecken wir mal auf den Großen. So, steh auf. Wir brauchen dich. Das ist halt die Frage, wie er uns jetzt großartig helfen soll bei der ganzen Geschichte. Endlich.
Kommt zu den Gruften der Ewigen, Kabato. Es ist Zeit, die Schlundgebundenen offen zu bekämpfen. Okay. Ich bin für euch da. Gut. Wenn das alles ist, was der machen kann, dann können wir ja schon mal losziehen und mit den anderen Pakten reden, ob sie uns da großartig helfen können. Ich meine, wir sind Venfir, also kommt schon. Venfir werden uns wahrscheinlich bei dieser Situation irgendwie helfen können. Ich meine, so viel, wie viel wir für sie getan haben, ne, dass wir da denen geholfen haben mit Renetal und den ganzen Quatsch und die ganzen Siegel zu finden, damit sie da irgendwie ein neues Siegel formen können und da ihre Herrschaftsposition sichern können. Ich bin mir sicher, dass sie uns mindestens so einen kleinen Dienst erweisen können. Mal schauen. Was erzählt denn der Pelagos? Ein neuer Richter, die Chance der Schattenlander auf eine neue Balance, könnte es einen größeren Dienst geben. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, du bist auf ein ewig verdammt. Ne? Jeder Seele hoffentlich das Leben nach dem Tode, das sie verdient. Ich meine, das klingt schon ganz geil, aber das ist deine einzige Aufgabe. Für den Rest deines Lebens kümmerst du dich um Seelen. Ist schon eine ziemlich belastende Angelegenheit, ne? Und die viel Freiheiten hast du ja dann nicht mehr. Ich brauche eure Unterstützung. Revendreth ist an eurer Seite. Auf in die Schlacht! Nice. Ich wusste doch, dass ich mich auf euch verlassen kann. Plan funktioniert. Revendreth braucht Anima. Und dafür brauchen wir Seelen, die Erlösung verdienen. Nice. Das war eine ziemlich schnelle Angelegenheit. Aber das war ja klar, ne? Die schulden uns alle noch irgendetwas. Ich finde, das ist schon richtig gesehen, dass wir denen da ja um Hilfe bitten. Ja, schließlich haben wir immer nach Hilfe gefragt oder Hilfe angeboten. Jetzt wird es mal Zeit, auf welche zurückzugehen. Es ist wirklich schön, euch zu sehen. Die Macht des Ardenwalds ist euer. Wir haben den großen Kreislauf immer überwacht. Ich hoffe, der neue Richter wird dasselbe tun. Ja, krass, krass. Also immerhin, die Leute sind bereit. Jetzt kommen mal Draxus, die Spielverderber. Nö, machen wir nicht. Großer Kreislauf. Machen wir nicht. Die Entscheidungen des Richters beeinflussen nicht nur Seelen, sondern meine die ganzen Schatten. Soldaten, ihr habt es gehört. Wir marschieren in die endlosen Sande. Okay, gut, alle haben Bock darauf. Das finde ich doch schon mal nicht schlecht. Ja, Pelagos, Mann, was ist los mit dir? Warum so nachdenklich geworden? Verstehe ich nicht. Was ist los mit dir, mein Bruder? Also. Der Richter muss stark und entschlossen sein, um das Nötige zu tun. Du tust ja so, als wärst du irgendwie neidisch auf sie. Wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht so eine geile Aufgabe. Also, ich kann mir Besseres vorstellen. So. Angesichts der Stärke der Streitkräfte des Paktes und der Hilfe der Atamas sollten wir in der Lage sein, die Gruften zu erreichen. Uiuiui, uiuiui, viele sind Aufgaben. In diesen Sand liegen haufenweise Riesen, Sterblicher. Ich glaube, dass wir sie wiederbeleben können. Wir können dazu die kleineren Atamas einsetzen, die sich in der Wüste verstecken. Verwendet mein Motivator, um sie für unsere Zwecke einzuspannen. Wenn wir genug davon zusammenbekommen, kann ihre Energie aus dieser besiegten Ungetüme wieder auffüllen, damit sie unsere Streitkräfte verstärken. Bring mir so viele davon wie möglich, damit wir sie einsetzen können. Das Lied ist unvollständig. Harmonie ist erforderlich. Findet die Seher, schickt sie, um den Kreis zu dienen. Die Schlundgebundenen haben die Schlüssel. Die Binden. Nehmt die Schlüssel. Befreit sie. Ah, immer diese komischen Wortspielereien. Sag doch einfach, was ich machen soll. Immer diese Orakelmenschen. Das sind immer diese Leute, die man auf der Party nie so einlädt, aber die laden sich immer selber ein. So, Schlundgänger, meine Speer berichten, dass die Schlundgebundenen zwei Autama-Orakel unter die Kontrolle gebracht haben, damit diese sie im Kampf unterstützen. Diese Orakel werden mit Sicherheit unsere Strategie und unser Vorhaben vorhersagen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Wir müssen diese beiden Orakel ausschalten, bevor wir die Gruften betreten. Ohne sie werden die Truppen der Schlundgebundenen unsere Aktion erst verstehen, wenn wir sie schon ausgeführt haben. Nehmt Emini mit. Sie ist mehr als bereit für den Kampf. Zeigt keine Schwäche. Ihr und Emini vernichtet diese Orakel. Wir bereiten den Angriff vor. Ach, die Mördertochter, ja. An die erinnere ich mich doch. Sehr, sehr spannend. Bringt mir die Automakerne. Sie können die Ungetüme hier antreiben.
Ah, okay, hier muss man dann die Scheiße mal herbringen. Ja, das finde ich ja ganz nice. Also, ich finde es schon mal auf jeden Fall cool, wie sehr das Ganze jetzt so rübergeht in diese finalen entscheidende Phase. Es ist ja bei Blizzard immer so. Zum Schluss vereinen sich alle und dann geht die Post erst richtig ab. Deswegen, aber ja, es ist momentan noch sehr, sehr befremdlich, wo wir gerade uns so ein bisschen befinden. Ich habe mir schon ewig gefragt, was das da hinten ist. Ich glaube, das ist ja die ewige Gruft, die wir da stürmen müssen, letzten Endes. Das macht die ganze Sache ein bisschen interessanter, sage ich mal so. Wisst ihr, wie viele Rivalen ich getötet habe? So, dann holen wir uns erstmal alle Autamas. Ich glaube mal, ich kann ja mehrere haben. Ja, oh, ich kann mehrere haben. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und dann können wir nämlich die alle auf einmal zurückschicken. Und dann passt das. Alter, es ist so aber auch so geil. Seraph Mod, das finde ich schon ganz geil mit der Chiffrin-Ausrüstung. Ich meine, wir haben 20% schnellere Bewegungsgeschwindigkeit und 20% schnelleres Tempo. Und es wird mehr, wenn wir die ganzen Chiffrin hier erkundet haben. Also wir sind, glaube ich, über 20% dieser ganzen Situation. Aber das ist schon ganz geil. Man merkt das schon an der Geschwindigkeit. Ihr müsst euch ja vorstellen, Schurken an sich sind schon fucking schnell. Und dann habt ihr das geile Glück... Ja, so. Ja, und dann habt ihr halt das geile Glück, dass du halt noch Buffs bekommst, in die du noch schneller wirst, als du es jetzt schon bist. Das ist ja das Geile. Ich meine, als Schurke hast du schon 15% passiv. Dann kriegst du noch über 20%. Dann habe ich mir gerade noch so einen Deep-Buff geholt, nochmal 10%. Also wir sind fucking schnell. Das merkst du halt in der Bewegung vom Schurken. Also ich habe das Gefühl, nur noch ein bisschen Tempo mehr, also noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und unser Typ läuft die ganze Zeit nur noch. Der, also nicht in dem Sinne laufen, sondern der sprintet schon. Der sprintet schon, der Junge. Ich meine, wir haben jetzt auch schon 15% Geschwindigkeit, auch so durch Ausrüstung und alles, was wir gefunden haben. Also es ist schon ziemlich nice. Man kann es kaum glauben, aber Geschwindigkeit hat wirklich gewissermaßen Vorteile, wenn man das so sagen kann. Weil klar, es in dem Sinne bietet dir keine Vorteile, dass man halt mehr Schaden macht oder so, aber... So die Möglichkeit zu haben, besser zu manövrieren, besser auszuweichen, dadurch kannst du es dir leisten, halt von deiner Reaktionsgeschwindigkeit ein bisschen, ja, zu schwächeln, weil dir deine Geschwindigkeit einfach alles wieder wettmacht. Ist halt leider nur in den Dungeons nicht so, dass man diese 20% hat, sondern nur, ja, was hat man denn nur? Wir haben nur die 15% und die 15%, aber es sind immer noch 20%, das ist schon recht gut. So. Wir haben jetzt noch ein paar Schlüssel. Vier haben wir, zwei fehlen noch. Und dann sind wir hier mit den ganzen Bums durch. Dann können wir mal anfangen, die ganzen Leute zu befreien. Aber, so, ich meine, jetzt, wo wir ein paar Wochen Seraph Mortis gemacht haben, kann man sagen, durchaus besser. Diese Erweiterung oder dieser Patch ist durchaus besser als diese Cortia-Scheiße. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das auf jeden Fall ein Fail war, was sie da gemacht haben. Aber es gibt ja sehr viele, wie würde man da sagen, Theorien und vermeintliche Leaks, dass zum Beispiel die Story von Shadowlands komplett anders geplant war und dass das, was wir jetzt so letztendlich bekommen haben, gar nicht das war, was so Blizzard geplant hatte, sondern wenn ich das richtig mal verstanden hatte, das ist natürlich ein 4chan-Leak, ne, also von 4chan, aber keine Ahnung, es klingt plausibel. Es wurde irgendwie gesagt, dass die 6 Monate vor der Beta angefangen haben, die ganze Story umzuschreiben. Fragt mich nicht, wieso. Wirklich, also es gibt keine so wirkliche Begründung, wieso. Es gab ja immer, und viele werden es ja wissen, bevor Shadowlands ja rauskam, gab es ja so eine Concept Art vom Kerkermeister, der so ein bisschen aussieht wie... Ja, der sieht halt so ein bisschen aus wie, wie der gute alte Stratege, der Primus. Aber letzten Endes wurde es ja ein bisschen umgeändert und der Jailer, also der Kerkermeister, wie wir ihn jetzt kennen, ist ja jetzt der, sozusagen der Kerkermeister. Deswegen gibt es da sehr, sehr viele Theorien und Spekulationen, dass wahrscheinlich der Primus von Anfang an so ein bisschen als der Bad Guy gehandelt wurde. Und ja, und der Kerkermeister, also Soval, war eigentlich nur grundsätzlich dafür gedacht, als Puppe zu dienen, quasi nur so ein Handlanger. Und dann kommt so am Ende, wie man zwar aus jedem Anime oder aus Serien kennt, so ein krasser Plot-Twist. So dieses, ihr dachtet, es wäre er gewesen, aber nein, ich war's. Und dann gucken alle so dumm aus der Wäsche, fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er es war. Wie hätte man das denn wissen müssen? Und obwohl man das hätte vielleicht schon 3-5 Millionen Quests vorher wissen können, aber
die Charaktere agieren halt so, als wären sie dumm wie Scheiße. Das sind so solche Sachen. Also, das ist nur ein ganz kleines bisschen von dem, was ich da, was da so im Leak drinne steht. Aber es ist interessant, es ist wirklich interessant. Gerade wenn man sich das mal durchliest, klingt sehr vieles davon plausibel und macht auch meines Erachtens nach viel Sinn. Weil, wenn man sich so ein bisschen die Story anguckt, die wir jetzt in Shadowlands bekommen haben, also kommt, seid mal ehrlich, also diejenigen, jetzt wirklich Hand aufs Herz, diejenigen, die wirklich diese Story gut finden, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also, bezüglich Lore- und Spekulationsvideos und was könnte in der Zukunft passieren, bestimmt geil, weil ich habe mir natürlich alles von Kraft angeguckt, weil, ja, seien wir mal ehrlich, die Story versteht keine Sau. Also, das ist schon traurig, wenn man sich Lore-Videos von anderen Leuten angucken muss, um den Grundplot vom Dings zu verstehen. Ich hatte es ja schon mal gesagt, aber darauf werde ich irgendwann mal in der Kritik, wenn ich in der nächsten Folge mal darauf eingehe, noch weiter ausholen. Aber, ja, also... Wer mir sagt, dass diese Story gut war, kommt schon, Leute. Also das ist doch, wir wissen alle, dass es eigentlich nicht wirklich der Burner war. Da hatte WoW schon mal krassere Stories gehabt. Das ist jetzt, das ist wirklich eine 4 von 10 und das, und die 4 von 10, das ist noch wirklich noch nett bewertet. So, der Chor findet zusammen. Schon bald werden unsere Stimmen verschmelzen. Okay, keine Ahnung, was ihr meint, aber so ist es halt. Perfekt umgesetzt, Arioche. Der Verlust dieser beiden Orakel wird die Schlundgebunden im Dunkeln stochern lassen. Gut gemacht, Sterblicher. Schon bald werden die Ergebnisse eurer Mühen sehen. Oh yeah, jetzt geht's los. Jetzt ist es soweit, Sterblicher. Die Streitkräfte, die ihr zusammengestellt habt, sollten ausreichen, um die Reihen der Schlundgebunden zu durchbrechen und die Gruften zu erreichen. Der Weg ins Innere steht damit allerdings noch nicht offen. Die Schlundgebunden haben den Eingang verbarrikadiert. Kabuto wird euch in der Schlacht tragen. Erledigt die Schlundgebunden und zerstört die Geräte, die die Barrieren mit Energie versorgen. Steigt auf Kabato. Kabato. Ich sag Kabuto. Erinnert mich so ein bisschen mehr an Naruto. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, Kabato. Auf geht's, mein kleiner Freund. Da wollen wir mal ein bisschen in die Luft rausnehmen. Können wir uns bewegen? Ah ja, jetzt können wir uns bewegen. Was haben wir hier? Schlag, Strahl. Schneller laufen. Und Doppelstrahl, nice. Okay. Ah, nice, Alter. Ich mag das. Jetzt kommt hier Big Bang Attack. Oder Final Flash. Ja, Alter. Hat schon so ein bisschen was, ne? Dragon Ball lässt grüßen, wie man so schön sagen würde. Gut, gut, gut. Das wird ja dann eine ziemlich schnelle Angelegenheit werden. Ich meine, wir können ja im Massenpool starten. Oder ich strahle ihn einfach hier weg. Ich denke mal, die geben viel. So, hier, friss! Doppelstrahl! Ja! Macht nur irgendwie wenig Schaden, oder? Da ist ja der hier ja viel schneller. Da kommt auch wenigstens was durch. Sofort. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Prozent gibt es. Dann killen wir mehr von denen. Ja, 20% ist gut. 1% ist gut. Das heißt, wenn wir noch mehr von denen... Ah, ich habe noch was. Da sehe ich doch was. Das ist auch nicht schlecht. Hier können wir, denke ich mal, auch sehr, sehr viele von denen holen. So, meine lieben Freunde, auf geht's. Zeit zum Sterben. So, haben wir erledigt. Ah, das geht hier ziemlich fit. Ja, das geht auch. Wobei, der Strahl, denke ich mal, die schnellere Antwort auf die Frage ist. Jetzt bin ich echt gespannt. Das habe ich mich schon echt wirklich die ganze Zeit gefragt, als ich hier in diesen Gebieten unterwegs ist. Was ist da? Weil das konntest du nie betreten. Das war mir dann schon von vornherein klar, okay, das wird wahrscheinlich etwas sein, das ist dann für sozusagen die Story gedacht. Das heißt, da darfst du auch nicht rein, weil das für die Story gedacht ist und nicht, ja, das ist halt nichts, was man jetzt so einfach mal just for fun betreten kann. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, was uns da erwarten wird. Das ist, so. Jetzt ist die Chance da. Kabato kann die Barriere am Eingang zu den Gruften zerstören. Genau, Kabato. Wir werden das machen, Kabato. Wir müssen zu den Gruften. Zerquetscht die Schlundgebundenen. Ah, die Teile. Ja. Ja, jetzt hier. Jetzt geht's hier ab. Jetzt werdet ihr kaputt gemacht. Hier. Doppelstrahl-Attacke. Ja. Sehr schön zerstört. Dafür mussten wir nicht mal...
Dafür mussten wir das Ding nicht mal komplett kaputt machen. Nur mal kurz so ein bisschen anhauen. Die Dinger sind ja sehr sensibel. Ja, Schrott. Cool. Dann wollen wir mal rein in die gute Butze hier. So, Kabato, du hast gute Arbeit geleistet. Den Rest übernehme ich. Ich bin Sonic. I'm fast as fuck.